Hannes, eine der lustigsten Geschichten, an die ich mich erinnern kann, da haben wir beide uns am Spielfeld, kurz vor dem Spiel, ich weiß nicht mehr welches war, eben das war schon im neuen Stadion, wo ich gesagt habe, du Hannes, kannst du mir die Aufstellung sagen? So, ich tut mir leid, ich weiß es selber nicht, wer spielt. War das wirklich so, dass ich mit so Osim bis kurz vor Aufstellung, also bis kurz vor Spielbeginn die Aufstellung nicht bekannt gegeben hat? Ja, vollkommen richtig. Also es war so, dass man eigentlich eine Stunde vor Spiel nicht gewusst hat, wer spielt oder nicht spielt. Es war so, dass einmal der Kasimir die deutsche Schau aufgeräumt hat und dann ist der Co-Trainer hingegangen und gesagt, du spielst ja gar nicht, der Pepe spielt.